Ich wurde gefragt, kann man Gefühle unterdrücken? Und leider habe ich nicht mehr Kontext, als dass es übergeordnet um sexuelle Orientierungen ging. Und um die Frage zu beantworten, ja, man kann Gefühle unterdrücken. Ich denke nur einfach, dass es über kurz oder lang dir dabei nicht gut gehen wird. Und ganz, ganz wichtig, dass du dir die Frage stellst, warum willst du diese Gefühle unterdrücken? Denn deine Gefühle haben eine Daseinsberechtigung, deine Gefühle sind in dem Sinn nicht falsch. Und ja, es ist wichtig, dass du auf deine Gefühle hörst, du darfst auf deine Gefühle hören. Und wenn es irgendwie Gründe gibt, dass du Angst zum Beispiel davor hast, deine Gefühle zu äußern oder so, oder eben was auch immer die Gründe sind, ich würde dir empfehlen, dass du dich jemandem anvertraust, dass du dir Hilfe suchst, dass du mit jemandem sprichst, vielleicht auch, also natürlich in deinem Umfeld, aber vielleicht auch mit einer Fachstelle, mit einer Fachperson oder mit einer Mediatorin oder einem Mediator an der Schule beispielsweise, dass du damit nicht alleine bleibst, weil wie gesagt, über kurz oder lang, denke ich, wird es dir nicht gut gehen damit, wenn du deine Gefühle unterdrückst.